So, jetzt ist nur noch Adorix selber übrig. Und weg ist er. Seht ihr, genau das habe ich gemeint. Die Ratun, die können nichts. Uns außer Feuer zu geben. Also Urflamme und sehr viel Geld. Hagrim hat einen Rang erhalten. Sehr gut. Oswald hat eine Stufe erhalten. Beodul hat eine Stufe erhalten. Chetopek hat eine Stufe erhalten. Baltia hat einen Rang erhalten. Alles nehmen und fortfahren. Punkt für uns. Tja, also jetzt sind die Ratun wirklich harmlos dadurch, dass ich sie einfach wegpusten kann. So, hier oben halt will ich noch hin. Weil wir haben hier einmal das sonnenverbrannte Tal, also diese Insel noch zum Erkunden. Die würde ich auch gerne noch erkunden. Und die Kristallwüste eben. Kann ich eigentlich hier eigene Marker setzen? Das wäre nice, wenn ich da eigene Marker setzen könnte. Aber kann ich so scheinbar nicht. Hauptstadt, ja, ist Nikataka. Häfen habe ich alle schon angefahren. Wie gesagt, die Insel kann ich noch nicht betreten. Okay, wir gehen jetzt mal hier an Land. Ich mache ein Quick Save. Und dann gucken wir uns mal die Zenti-Kristallwüste an. Belranga, die Kaiserin der Kristallfresser. Oh, du siehst groß und böse aus. Happy to oblige. Mhm. Slippery as an eel. Whoa, whoa, look. Also sie ist groß. Most inconvenient. Also, an ihr machen wir irgendwie kein Damage. I shall deal with this one. We're losing folks. That's right. Ja. Das sind definitiv Endgame Monster. Oder Monster für Leute, die eine große Herausforderung brauchen. Was ich gerade irgendwie in der Aufnahme nicht brauche. Also drei haben wir schon mal gefunden. Das heißt, ich kann hier in meinen Notizen Monster und Dungeons. Ja. Ganz im Norden bei Ratun. Super Kristall Spinnen Königin. König
beginnen. Mit zwei Ausrufezeichen. Ja, nur wo Nummer 4 steckt, das habe ich noch nicht entdeckt. Außer Nummer 4 ist hier. Koropas Reißzahn, ha. Gucken wir einfach mal. Oh nein, es ist ein Encounter normaler. Der weiße Sand erstreckt sich bis zur dünnen Linie des Meeres am Horizont und wird gelegentlich von zerklüfteten Steintürmen unterbrochen, die aus der Erde hervorragen. Du bemerkst eine Bewegung zwischen ein paar verstreuten Felsbrocken vor dir. Eine Gruppe Ioten lockert bei der Steinsäule rum. Eines der zweiköpfigen Biester löst vor sich hin. Seine Augen sind geschlossen, seine Kinne sind auf seiner behaarten Brust gesunken. Ein zweiter sitzt aufrecht in der Sonne und bedeckt seine Beine mit Sand. Er tätschelt den Sand und greift ihn mit einer riesigen Handfläche. Auch wenn er in den Sand vertieft zu sein scheint, vermutest du, dass er mit seinen vier Augen dennoch eine ausgezeichnete Wahrnehmung hat. Ein drittes Biest kratzt seinen Rücken mit einem Besen und gähnt herzhaft mit einem riesigen Mund, während der andere Kopf noch ruhig schnarcht. Du siehst keine anderen Eoten, aber es könnten noch weitere zwischen den Steintürmen stecken. Die Oten beobachten. Der wache Kopf des dritten Oten sieht seinem schlafenden Kopf finster an und schaut ihn mit dem Besen. Schnaubend und blinzelnd wacht der zweite Kopf auf. Er knurrt. Die freie Hand des Oten haut den ersten Kopf. Die beiden Knöpfe knurren sich an, aber aus dieser Entfernung kannst du nicht verstehen, was sie sagen. Gucken wir noch weiter. Der Ioten im Sand lacht den Ioten mit dem Besen aus und zeigt mit einem dicken Finger auf ihn. Lester stellt sich auf seine Füße und stafft hinüber zu dem Ioten, der im Sand sitzt und bloß noch lauter lacht. Der Ioten mit dem Besen knurrt den Ioten im Sand an und beginnt damit, den Sand von seinem Bein zu fegen, was einen wütenden Aufschrei zur Folge hat. Weiter gucken. Das böse Knurren der beiden Ioten wird immer lauter. Das weckt einen dritten Ioten. Er blinzelt sich aus dem sich den Schlaf aus dem Gesicht. Seine Knopfaugen richten sich direkt auf dich. Mit einem zornigen Heulen richtet sich der Jod mühsam auf. Die anderen Joden wenden ihre Aufmerksamkeit dir zu. Essen brüllen sie wie aus einer Kehle. Die Kreaturen stapfen direkt auf dich zu. Also wissen wir es jetzt wenigstens genau, dass es nur drei sind. Ioten sind irgendwie etwas stärker als Ratun. Aber drei Stück sollten wir schaffen ohne. Wer hat den vierten eingeladen? Vor allem, wenn Alof ein bisschen rumfiert. So, Nummer 1 ist down. Komm, für dich habe ich eine Steinsäule. Ja, sie stapfen teilweise wirklich nur ängstlich herum, weil Alof sie die ganze Zeit dauerfieren tut. Und der letzte ist weg. Oh, ein brutales Blut. Na gut, jetzt wissen wir es, hier waren nur Eoten. Ich habe also noch keine Ahnung, wo Monster Nummer 4 ist. Bei Monster Nummer 3 habe ich mich jetzt nur an den Namen erinnert.
So, gucken wir wenigstens, was das Schlachtfeld herzugeben hat. Brustharnisch. Schriftrolle Flangenfächer. Winterwindschriftrolle und das war's auch schon. Ja, aschgrauer Rachen. Und von hier aus kommen wir nirgendwo durch. Nein, weil dieses Wasser können wir nicht durchqueren. So, Kurupas Reißzahn. Was haben wir hier? Vor dir steigt ein Berghang steil an. Geröll und Gestrüpp versperren dir den Weg. Allerdings könnten Felsbrocken und unbewachsene Stellen deinen Händen ausreichend Halt bieten. Den Berghang erklimmen. Du beginnst den mühseligen Aufstieg an der Seite des Berges. Schon bald hast du einen schmalen, flachen Vorsprung am Berghang erreicht. Du ziehst dich über den Rand des Vorsprungs. Ein Nager in farbenprächtigen Insignien steht auf dem Vorsprung. Er hat die Arme über ein halb verfallenes Totem erhoben. Der Nagel erblickt dich und weicht mit einem langgezogenen, schrillen Zischen zurück. Fliehen. Du drehst dich um, den Berghang hinabzuklettern, zögerst aber, als du ein schrilles Kreischen über den Berghang hallen hörst. Aus kleinen Löchern in Bergen bricht ein Schwarm Fledermäuse hervor. Geschickt weichst du ihnen aus, als sie an dir vorbeiflattern. Der Nager beginnt zu zischen und zaubert mit Bewegungen seiner Arme aus dem Schatten eine Wolke lebender Flammen hervor. Der Nager beginnt einen Sprechgesang in einer tiefen, lispelnden Stimme. Ein Schwarmkreischen der Fledermäuse mit glühenden Flügeln fliegt wie eine Wolke über den Kopf und stürzt dann auf dich herab. Okay, wir hätten Sprengstoff auf ihn werfen sollen. Aber ich wollte nicht. Hey, da ist ein Nager mit einem kleinen Totem. Hier, friss Bombe. Das wollte ich irgendwie gerade nicht. Und ich wollte eigentlich auch nicht ihn unbedingt jetzt angreifen. Also ein Angriff selber. Initiieren. Sondern warten, wie er reagiert. Vielleicht wäre er ja friedlich gewesen. Aber ich denke, das passiert höchstens bei Xauribs. So, da sind wir hoffentlich wieder. Mir ist gerade eben das Spiel abgeschmiert. So, gehen wir auf das alte Schlachtfeld nochmal und plündern es. Weil ich musste den letzten Safe-Lader, das war leider der Autosave hier. Ring der Befreiung. Gewährt Leiden unterdrückt, ne? Dank der Behändigkeit. Babyperlen. Muscheln. Noch mehr Muscheln und nichts mehr, okay. So, Kurupas Reißzahn. Quicksave machen? Oh, mal kurz noch meine Kuh gucken. Die hat ja Rank-Ups gekriegt. Oh ja, er ist schon Chirurg Level 3, du bist 4. Du bist zwar kein guter Matrose, aber sei es drum. Ja, sieht alles ganz gut aus eigentlich. Er kann noch einen Kanoniersrang kriegen. Du kannst nichts mehr kriegen, du auch nichts mehr. Du auch leider nichts mehr, aber das ist nicht so schlimm. Und es ist eine Sie, Entschuldigung. Ja, du bist Meistermatrose, du bist Meisterbootsmann. Meister Chirurg. Wenn ich dich dahin packe, bist du nur. Nur Vizebootsmann, genau. Ah ja, Experte reicht meistens. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit Kurupas Reißzahn. Berg erklimmen. Sprengstoff auf die Bestie werfen. Du wirst den Sprengstoff auf das Totem, aber du hast ihn nicht schnell genug geworfen. Er explodiert noch in der Luft. Ein schrilles Kreischen haltet über den Berghang. Eine Aschebombe verloren. Ja, die Fledermäuse kommen. Und ich hoffe, dass dieses Mal das Spiel nicht abstürzt an dieser Stelle.
Sieht aber gut aus, ja. Oh, wir sind umzingelt. Oh, ein Siegel der Pein. Sweet redemption. The pleasure is mine. Stand together. So. This does not work. I think I can pull that off. Let it try. You need something. The old story ends.